Wann haben Sie in der Corona-Pandemie das letzte Mal jemanden draußen zur Begrüßung umarmt? Wann gab es den letzten Handshake oder sogar ein Küsschen auf die Wange? Die Pandemie hat unser Verhältnis zu Berührungen verändert, uns zu Meistern im Abstand halten gemacht, obwohl sich die meisten von uns zugleich wieder nach mehr Berührungen im Alltag sehnen. Auch das Riechen hat in der Pandemie einen anderen Stellenwert bekommen, vor allem für diejenigen, die durch das Coronavirus ihren Geruchssinn für Tage oder sogar Wochen verloren haben. Was die Corona-Pandemie mit den Sinneseindrücken und Empfindungen macht, damit hat sich auch Dr. Helmut Milz beschäftigt. Er ist Arzt für psychosomatische Medizin, ehemaliger Honorarprofessor für Public Health an der Universität Bremen und er war Berater der Weltgesundheitsorganisation WHO. Herr Milz, wann haben Sie denn zum letzten Mal jemanden in der Öffentlichkeit umarmt? In der Öffentlichkeit umarmt, ist eine schwierige Frage. Ich habe schon Freunde, denen ich sehr vertraue, in den letzten Tagen auch mal in den Arm genommen, aber sicherlich nicht in der Intensität, in der ich das sonst machen würde. Denn die Angst vor einer Ansteckung selbst bei Freunden ist latent immer vorhanden. Vermissen Sie denn diese Unbekümmertheit des Sich-Berührens wie in den Zeiten vor der Corona-Pandemie? Absolut. Ich bin selbst eher ein sehr taktiler Mensch, der Nähe und Berührung schätzt, seit meiner Kindheit oder auch im Umgang mit meiner Familie. Ich vermisse das natürlich wie alle anderen auch. Sicherlich gibt es auch Menschen, die es weniger vermissen, weil sie eine schlechte Erfahrung mit Nähe und Berührung gemacht haben. Jetzt sagt man so im Allgemeinen, wir Menschen können nicht ohne Berührungen. Wenn die Bindung zwischen Mutter und Kind fehlt, wenn die sich nicht berühren, dann kann das Kind davon sogar sehr schwer psychisch erkranken. Warum ist das so? Naja, wir sind soziale Lebewesen, die durch den Kontakt mit der Umwelt sich orientieren. Und wenn kleine Kinder keinen Kontakt von Müttern haben, dann kann es eher zu schweren Verhaltensstörungen kommen. Wir wissen das von vielen Waisenkindern, die zum Beispiel in den rumänischen Waisenhäusern damals mit sehr wenig Berührung aufgezogen wurden, dass sie schwere Verhaltensstörungen hatten. Kontakt ist ja, oder Berührung ist eigentlich das Grundprinzip des Lebens. Das beginnt schon im Mutterleib und ist sicherlich das ganze Leben der wichtigste Basissinn. Kleine Kinder, die wenig Berührung haben, erleben ja auch wenig Zuneigung, wenig Wärme, wenig beruhigenden Kontakt durch die Mütter. Jetzt haben Sie ja gesagt, das lässt sich nicht. Ja, Sie wollten noch was sagen? Ich wollte sagen, das ist bei Erwachsenen natürlich ähnlich. Das ist ein großes Problem auch am Lebensende, dass halt viele der alten Menschen kaum noch Kontakt und Berührung haben. Und man weiß zum Beispiel auch von Menschen, die komatös sind, also in einer schweren Krankheitsstadium sich befinden, dass sie auf Berührung durchaus reagieren. Gleichzeitig gibt es ja aber auch Menschen wie zum Beispiel mit Autismus, die auf Berührungen nicht gut klarkommen, oder aber auch Mönche zum Beispiel, die sich freiwillig dafür entscheiden, weitgehend berührungslos zu leben. Warum macht denen das nichts aus? Naja, ich glaube, man muss den Berührungsbegriff ein bisschen erweitern. Wenn wir jetzt zum Beispiel aus dem Stuhl sitzen, berühren wir ja auch ein Objekt. Wenn wir gehen, berühren wir mit den Füßen den Boden. Wenn wir uns mit der Hand an die Nase fassen, Selbstberührung sind ja auch Berührungs- und Orientierungskontakte, die wir jederzeit haben. Also völlig berührungslos gibt es im Leben kaum eine Situation. In den 70er Jahren gab es einmal die Idee, dass man sogenannte Schwebetanks mit einer Wasserlösung gebaut hat, wo sich Menschen hineinlegen konnten, um völlig schwerelos und ohne Licht zu schweben, um in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Das war weitgehend eine Abkopplung von den Schwerkraftgesetzen. Ansonsten ist Berührung ja viel komplexer als nur die Hand. Ja, Sie haben es gerade gesagt, nämlich es ist ja die Haut, die quasi mit den Sinneszellen für den Tastsinn, für unser Berührungsempfinden verantwortlich ist, das größte sensorische Organ unseres Körpers. Wie funktioniert das physiologisch?
Naja, Sie sprechen jetzt die Außenhaut an, aber wenn man von Haut spricht, müsste man eigentlich auch die Innenhaut dazu nehmen. Also der gesamte Verdauungskanal ist ja auch Oberfläche, nur wir sehen das nicht. Also da berühren wir ja die Nahrung, da berühren wir das, was wir trinken. Die Haut hat sehr unterschiedliche Rezeptoren, die nicht nur für Druck, sondern auch für Wärme und für Reibung zuständig sind. Und die kennen wir alle ziemlich genau. Und die geben Meldungen über das Nervensystem an das Gehirn, was dort sozusagen diese Bewegungsqualitäten koordiniert. Und es ist eine Unzahl von kleinen Fühlern, die wir im gesamten Organismus besitzen, die uns helfen, uns im Alltag zu orientieren. Was können wir denn jetzt in der Corona-Zeit tun, wenn wir uns nach Berührungen sehnen und das vielleicht nicht so können, wie wir das wollen, weil wir zum Beispiel alleine leben oder nicht viele Freunde haben? Ja, es ist immer eine schwierige Situation. Ich habe das ja auch in dem Interview in der Zeit gesagt. Es ist so schwierig, von wir zu sprechen, weil die Berührungsgeschichte eines jeden Menschen ist unterschiedlich. Jeder hat seine eigene Prägung, jeder hat ein unterschiedliches Maß und ein unterschiedliches Bedürfnis nach Berührung. Natürlich gibt es die Möglichkeiten des Kontaktes mit Gegenständen. Es gibt die Möglichkeit der Berührung, zum Beispiel wenn ich mich nach dem Duschen abtrockne, dass ich mir mehr Zeit nehme, oder bei Frauen, wenn sie sich einölen oder eincremen, dass das eine Art von Selbstmassage ist, bis hin zu erwachsenen Fragen, Sexualität, sozusagen die Frage der Selbstberührung, bis hin zu Selbstbefriedigung, wenn Sie so wollen. Aber das ist sehr unterschiedlich, wie viel Berührung sich die Menschen selber geben können oder auch geben möchten. In Ihrem Buch Der eigensinnige Mensch schreiben Sie, der Berührungs- und Körpersinn sei kein einzelner Sinn. Wie meinen Sie das? Es hat damit zu tun, dass wenn wir berühren, bewegen wir ja auch die Hand. Wenn Sie zum Beispiel eine Oberfläche ertasten, dann bewegen Sie die Hand über diese Oberfläche, damit bewegen Sie gleichzeitig den Arm, damit mobilisieren Sie Rezeptoren in den Sehnen, in den Gelenken, im gesamten Körper. Also eigentlich ist unsere Vorstellung eines Einzelsinns immer auch eine sehr theoretische Vorstellung, denn alle Sinne wirken ja zusammen. Und der Tastsinn hat zwar die kleinen Fühler in der Haut, aber er geht mit dem Gesamtbewegungsempfinden des Organismus und der Gesamtbewegung des Organismus zusammen. Also wahrnehmen und bewegen gehen immer Hand in Hand. Ja, das nennt man Sensomotorik. Nach der Sehnsucht nach dem sich fehlenden Berühren ist jetzt in der Corona-Zeit ja auch ein weiteres Problem, dass Menschen an Corona erkranken und ihren Geruchssinn verlieren. Da könnte man jetzt sagen, halb so wild. Was das aber mit den Betroffenen macht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Und im Anschluss reden wir auch noch mal weiter mit Dr. Helmut Milz darüber. Jonas Willoth erinnert sich genau an den Abend, der sein Leben veränderte. Zusammen mit Freunden hatte er sich eine Pizza geholt. Und dann sind wir heimgegangen und haben sie gegessen. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie schmeckt das Ganze nach gar nichts. Habe erstmal mir nichts bei gedacht und habe gedacht, fehlen einfach die Gewürze oder er hat keine Lust, jetzt gerade Pizza zu machen gehabt. Und dann habe ich mir was zu trinken geholt. Das hat dann auch nach nichts geschmeckt. Und am nächsten Tag ging es gerade so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Im März 2020 war Jonas im Skiurlaub. Er und einige seiner Freunde infizierten sich dort mit Corona. Doch während die anderen nach 14 Tagen symptomfrei waren, blieben bei Jonas Geruch und Geschmackssinn weg, bis heute. Jonas geht damit gelassen um. Am Anfang war es natürlich jeden Morgen wieder die Enttäuschung, wenn man zum Kühlschrank läuft und wieder nichts schmeckt. Aber mittlerweile ist es so, man lebt halt damit. Und was sagen Familie und Freunde? Die meisten haben es am Anfang gar nicht geglaubt. Und aber irgendwann haben es denen dann alle gemerkt. Das ist echt so, weil ich habe Sachen gegessen, die ich davor noch nie gegessen habe oder mir nicht geschmeckt haben. Rosenkohl zum Beispiel oder sowas, das ist, da haben es dann alle auch irgendwann geglaubt. Bei einer Infektion können die Viren in der Nasenschleimhaut Riechzellen zerstören. Meist bauen die sich schnell wieder auf. Bei einigen Patienten kommt es aber zu einer längeren oder sogar dauerhaften Riechstörung. Wenn der Geruchssinn verloren geht, dann ist das für die Betroffenen zunächst schlimm.
Wie macht das Coronavirus das? Das ist eine ganz interessante Frage. Ich meine, der Geruchssinn wird eigentlich erst seit ungefähr 30 Jahren wirklich intensiver erforscht. Und die ersten großen Durchbrüche gab es in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. 2004 gab es den ersten Nobelpreis für die Entdeckung der Riechzellen. Und seitdem wird intensiver am Geruch geforscht. Das Riechhirn sozusagen, was die kürzeste Verbindung zu unserem zentralen Nervensystem hat, hat Riechzellen. Dort werden Moleküle quasi an Rezeptoren angedockt. Warum das jetzt bei Corona zu diesem Geruchsausfall kommt, das wissen wir noch gar nicht so genau. Es gibt eine neuere These, die davon ausgeht, dass die sogenannten Versorgungszellen, also die Zellen, die die Riechzellen umgeben, die sie mit Nerven und mit Blut und Stoffwechsel versorgen, dass die möglicherweise durch die Coronaviren angegriffen und ausgeschaltet werden. Man muss wissen, dass das Nervensystem sich normalerweise nicht besonders leicht reproduziert, eigentlich gar nicht reproduziert, sondern nur neue Synapsen schafft. Aber das Riechhirn macht ja eine Ausnahme, denn es liegt so sehr an der Oberfläche, dass die Riechzellen sich erneuern. Und man weiß von den meisten Corona-Erkrankungen bei den leichten Verläufen, dass ungefähr 2 Wochen bis einige, bei manchen einige Wochen oder sogar Monate, das Riechen ausfällt, dann aber normal wiederkommt. Aber es gibt auch Verläufe, wo es über viele, viele, viele Monate nicht da ist, beziehungsweise ganz ausfallen kann. Warum, weiß man noch nicht ganz genau. Jetzt sind die Betroffenen ja dann in ärztlicher Behandlung. Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es denn, um ihnen dabei zu helfen, ihren Geruchssinn wieder herzustellen oder zumindest zu verbessern? Ja, es gab ja natürlich vor Corona auch schon diese Problematik, dass es zu schweren Riechstörungen kam, zum Beispiel durch Unfälle oder auch durch neurologische Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Alzheimer, manchmal bei Multiple Sklerose, manchmal bei Schizophrenie oder auch bei Autismus. Und man hat für vorübergehende Riechstörungen sogenannte Riechtrainings entwickelt. Das heißt, die Menschen riechen in unterschiedlichen Abständen an intensiven Riechstäbchen, um immer wieder eine neue Mobilisierung des Riechhirns zu erreichen. Man unterscheidet zwischen einer Anosmie, also einem kompletten Ausfall des Riechens, beziehungsweise einer Dysosmie, wo man nur Teilausfälle hat. Und man hat jetzt im Rahmen dieser Beobachtungen von Corona ganz interessante Beobachtungen gemacht in aller Welt, dass wenn das Riechen zurückkehrt, dass es oft erst einmal falsch zurückkehrt. Das heißt, Menschen riechen Gerüche, die sie früher gerochen haben, jetzt anders, bis hin zu einer Schwierigkeit, dass Menschen ihre Partner ganz anders riechen und damit auch etwas Verwirrung in manche Partnerschaft kommt oder dass halt etwas, was vorher nach Zitrone gerochen hat, jetzt möglicherweise nach Benzin riecht. Also es gibt sogenannte Dysosmien. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Corona hat so viele neue Fragen aufgeworfen, mit denen wir uns erst wirklich jetzt im Laufe der Zeit intensiver in Studien beschäftigen können. Neben dem Riechen und dem Berühren sind ja auch das Sehen und das Hören betroffen durch Corona. Wie das? Naja, das Sehen natürlich dadurch, dass sie ängstlicher sehen und das Hören, indem sie ständig mit den Nachrichten bombardiert werden. Aber ich sage mal noch was, sehr viele Menschen müssen ja in dieser Zeit, so wie wir es jetzt machen, auf direkten Kontakt verzichten und arbeiten über den Bildschirm oder im Homeoffice. Und dadurch sitzt man tagelang mit einer gewissen genormten Distanz von den Augen her zum Bildschirm und macht die Augen ein bisschen größer. Und wenn Sie selbst einmal die Augen ein bisschen größer machen für einen kleinen Moment und achten einmal darauf, was macht das mit Ihrer Atmung, dann merken Sie, dass die Atmung zu einem gewissen Stillstand kommt. Das heißt, durch die größere Öffnung der Augen, was ja auch bei Ängsten der Fall ist, wird die Atmung flacher und eingeschränkter. Die Nackenmuskulatur wird angespannt, die Schultern werden hochgezogen. Und all das führt
zu Schmerzen und Beschwerden, die durch die lange Tätigkeit vor dem Bildschirm natürlich verstärkt werden. Wenn ich an solchen Stresssymptomen leide, was kann ich denn dann tun, damit ich damit besser klarkomme oder um mir Linderung zu verschaffen? Sehr gute Frage. Die meisten von uns sind ja wenig gewöhnt auf sich und auf ihre Eigenwahrnehmung, der eigensinnige Mensch, die Propriozeption zu achten. Propriozeption heißt, all unsere Muskulatur, unser Nervensystem, aber auch unser Herz, unsere Atmung, unsere Darmtätigkeit geben ja Signale ab über unser Befinden. Und wir achten normalerweise nicht darauf. Unser Körper ist im Normalfall, wenn alles gut geht, gar nicht da, kann man sagen, sondern taucht erst auf, dann, wenn es schwierig wird. Und jetzt die spezielle Tätigkeit am Bildschirm. Erst einmal ist sehr wichtig, dass Sie regelmäßig vom Bildschirm wegschauen. Dass Sie, also, Sie wissen alle, wenn Sie viel Bildschirmarbeit machen, dass sehr schnell ein paar Stunden vor dem Bildschirm vergangen sind und die Anspannung bleibt dann chronisch. Das Zweite ist, dass Sie immer wieder auch merken, dass Sie die Atmung dann loslassen, dass wenn Sie auf dem Stuhl sitzen, dass Sie ausatmen. Denn normalerweise bei Angst atmet man eher ein. Also das Ausatmen ist wichtig. Simple Dinge wie sich strecken und dehnen und gähnen, ja, gehören mit zu den wichtigsten Sachen. Jetzt, wenn Sie natürlich in einer Zoom-Konferenz sind, ist es schwierig. Da wäre es vielleicht Aufgabe des Moderators, allen sozusagen alle 20 Minuten einen kleinen Break zu geben und gemeinsam vielleicht strecken oder dehnen oder gehen zu unternehmen, damit nicht stundenlang nur diese Belastungen dort sind. Dann machen wir jetzt zusammen einen Break. Und wenn Sie mehr zum Thema erfahren wollen, dann lesen Sie das Buch von Dr. Helmut Milz, Der eigensinnige Mensch, erschienen in der Edition Zeitblende. Danke sehr.